aus der Quelle allen Seins komme ich zu euch und ich grüße euch mit der Strahlkraft der Liebe. Ich bin Melek Metatron. Viele von euch warten auf Ereignisse, die ihnen zeigen, dass der Prozess der Heilung der Erde, der Bewusstseinsanhebung der Erde voranschreitet. Immer wieder wird euch gesagt, Lichtportale öffnen sich, besondere Energien strömen auf die Erde. Und manche von euch warten darauf, dies endlich zu sehen im Kollektiv und zu fühlen im eigenen Leben. Doch ich sage euch, all dies geschieht und noch mehr. Doch kannst du es nur fühlen, wenn du dich abkoppelst von euren Medien des Kollektivs. Wenn du dich nach innen wendest und in die Natur. Immer mehr driften die Erden auseinander. Die eine Erde des Lichtes und die andere Erde der Dunkelheit. Noch haben Menschen die Wahl und die Möglichkeit, ihren Blick zu shiften. Ihre Wahl zu treffen, nicht nur aus dem physischen Bewusstsein heraus, aus dem Verstand, sondern aus der Seele heraus. Es wurde euch gesagt, es wird eine Erde des Abstiegs geben. Und auch dies ist nicht aufzuhalten, ebenso wenig wie euer Erwachen. Und eure Anhebung eurer Frequenz und eures Bewusstseins aufzuhalten ist. Manche Menschen stehen genau dazwischen, hin und her gerissen zwischen Angst, Schmerz und Hoffnung. Dies ist eine große Schulung für euch. Es ist eine immense Herausforderung für euch. Und dies ist das Besondere an dieser Zeit, wodurch es euch ermöglicht ist, in besonderer Weise zu wachsen. Wie stark ist dein Vertrauen? Wie stark bist du in deiner Seele, dich nicht hineinziehen zu lassen in den Sog der Destruktivität? Wie wach bist du, Seele, um all die Lügen zu erkennen? Und auch wie wach bist du, Menschlichkeit von Unmenschlichkeit zu erkennen, zu trennen. Schaut in die Augen eurer Politiker, eurer Machthaber. Schaut in die Augen der Journalisten,
die euch Informationen übermitteln. Doch noch besser ist es, schaut gar nicht hin. Wendet euch ab und sagt, mit euch habe ich nichts mehr zu tun. Ich gebe meine Aufmerksamkeit und meine Energie in die Kreation, die ich für diese Erde wünsche. Ich umgebe mich mit Menschen meines Geistes und meines Glaubens. Und wenn ich von Glauben spreche, so meine ich nicht den religiösen Glauben. Denn all diese Konzepte, all diese Konstrukte, die euer Leben, eure Welt und eure Gesellschaften geformt und ausgemacht haben, haben keinen Sinn mehr und keine Wahrheit und keine Wirklichkeit. Überall findest du Menschen, die erwachen, in allen Institutionen, in allen Strukturen, in allen Religionen und Konzepten. Und solche, die mit den Medien schwingen, die alles glauben, nichts hinterfragen und freiwillig in die Sklaverei sich bewegen, weil sie gesteuert sind von Ängsten, und weil sie ihre Ängste nicht loslassen können und wollen. Sie sind noch nicht so weit, ihren Geist zu weiten. Sie haben entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Nun seid ihr gefragt, und dies sagen wir euch auch schon lange, verbindet euch, sucht die Menschen, die eures Geistes sind, erschafft und kreiert neue Konzepte für eure Zukunft, für eure Gesellschaft, neue Wege miteinander in Austausch zu gehen. Neue Wege, euch gegenseitig zu unterstützen, voneinander zu lernen und eure Gesellschaft zu formen. Dies ist eine Parallelgesellschaft, die ich hier zeichne. Doch je schöpferischer ihr sie aufbaut in eurem Geist, in euren Gesprächen, und in euren Handlungen, desto mehr wird sie Wirklichkeit. Euch wurde gesagt, wenn die Zeitlinien sich vollkommen getrennt haben, wird all dies, was noch für euch geplant wird von einigen wenigen, für euch keine Relevanz mehr haben. Es wird immer unwichtiger und aus eurem Leben schwinden. Doch herrscht der freie Wille auf Erden, und deshalb werden sie jene ihre Pläne verwirklichen mit den Menschen und der Welt, die sich diesen Plänen bereitwillig unterordnet. So wähle und entscheide weise. Doch musst du deine Angst verlieren. Und dies sage ich in aller Eindringlichkeit. Schau nicht hypnotisiert
in die Richtung der Dunkelheit, sondern schau inspiriert in die Richtung des Lichts, der Liebe und des Friedens. Nutze jeden Moment, da du glücklich sein kannst. Nutze jeden Moment, da du Liebe und Freude bereiten kannst und teilen kannst. Strecke deine Hände aus zu deinen Freunden, zu deiner Familie, mit all deiner Liebe, all deiner Freundschaft, all deinem Vertrauen. Erschafft Inseln des Friedens, Inseln der Liebe, Inseln der Verbundenheit und erlaubt, dass diese Inseln wachsen und größer werden und die Verbundenheit sich nicht nur auf Freunde und Familie begrenzt, sondern, wie ihr es ja auch schon tut, im Geiste sich über die ganze Erde ausbreitet, dass ihr den Blick schifftet zu all denen, die mit euch gehen, und vertraut, dass ihr viele seid, selbst wenn ihr ganz allein, irgendwo isoliert, in einer Gesellschaft euch gerade befindet, wo ihr umgeben seid von jenen, die immer noch nicht den Blick nach oben wenden, sondern hinunter in die Angst, in die Gehorsamkeit. Und jammern um all das Unrecht auf der Erde. Glaubt nicht, was euch gesagt wird. Glaubt nicht, was euch gesagt wird. Denn das meiste entspricht nicht der Wahrheit. Es ist die Fratze des Bösen, die euch immer noch anstarrt und zu sich ziehen möchte durch euer Mitgefühl, durch eure Liebe für Frieden. Dies ist sehr trickreich. Doch lasse dich davon nicht täuschen. Frieden erzeugst du nur, indem du friedvoll bist und friedvolle Gedanken aussendest und Frieden auf Erden durch dein Sein manifestierst. Das tust du nicht, indem du jammerst über all das Unrecht. Das tust du nicht, indem du voller Mitleid und Mitleiden immer wieder den Blick auf das Leid richtest. Sei du die Kraft, die Gutes schafft. Sei du der Friede, der sich durch dich in die Welt ausbreitet. Sei du die Hoffnung und der Glaube. Sei du die absolute Zuversicht, egal was andere um dich herum sagen. Entziehe dich Gesprächen, die dich hinunterziehen in die 3D-Ebene, in die dritte Dimension der Angst, des Hasses, der Wut und all der destruktiven Gefühle,
die in euch Gefahr laufen, aktiviert zu werden. Denn wisse, wenn du diese Gefühle in dir hast, schwingst du in Resonanz mit dem riesigen Kollektiv dieser Gefühle und du vermehrst sie. Und es wird immer schwieriger für dich, dort wieder wegzugehen, wieder hinaus dich zu bewegen in eine friedvolle, liebevolle, vertrauensvolle Grundstimmung deiner selbst. Das Erwachen des Lebens um dich herum, dieser wunderschöne Frühling. Selbst der wird gestört oder möchte gestört werden von den wenigen, die ihre Pläne für euch umsetzen wollen. Doch lasse dich auch davon nicht beeinflussen. Sorge für deinen Körper. Entgifte, wenn es nötig ist, wenn du dich schwindelig fühlst oder sehr abgeschlagen und müde. Gib deinem Körper, was er braucht, an frischer Nahrung, frischem Wasser und ausreichend Schlaf. Verbinde dich mit dem Geist der Erde, mit Gaia, die ihren eigenen Plan hat und sich nicht darum schert, was andere wollen, denn sie ist im Einklang mit Gottes Plan und nichts kann sie aufhalten. Denn eure Erde, und das wisst ihr sehr wohl, ist ein lebendiges Wesen. Zollt ihr Respekt, gebt ihr Liebe und ihr werdet von ihr beschützt und behütet und mit ihr gemeinsam das Licht der hohen Frequenz manifestieren. Und so ist es, Geliebte, so ist es. Wir wissen, es ist eine schwere Zeit für euch, einerseits. Doch könnt ihr auch den Glauben in euch nähren, es ist eine wundervolle Zeit. Denn noch nie hattet ihr so viel Möglichkeit zu erwachen. Noch nie kam so viel Schwingung und Energie auf die Erde, so viel Licht, so viel Kraft. Noch nie wart ihr so nah dran, Gott in euch zu realisieren. So frohlocket. Halleluja. Und so ist es. Om Shivaya Namaha. Om Namaha Shivaya. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Chebayot. Laioesh, Shekina, Shekaina Esh. Und wahrlich, so ist es.